Sardas hat seine Macht verloren. So ergeht es jedem, der sich gegen mich stellt. Die Orks haben für ihren Verrat an mir bezahlt. Du hast meine Rache an ihnen vollstreckt. Zubens Zeit ist vorbei. So wie er mir im Leben diente, wird er mir im Tod dienen. Der König von Myrtana ist tot. Innos Macht ist gebrochen. Sein Volk wird verzweifeln. Belia, dein Wille ist erfüllt. Du bist siegreich. Dafür gewähre ich dir nun einen Blick in die Zukunft. Danke, das wollte ich hören. Lange Jahre trachtete Li dem König nach dem Leben, wegen des Verrats, den Roba an ihm begangen hatte. König Roba ist tot. Jetzt endlich ist Lis Rache an ihm vollendet. Gorn bleibt in Gotha und wird die alte Burg wieder aufbauen. Es wird ein Zufluchtsort für all diejenigen sein, die der Krieg noch nicht ganz zerstört hat. Die Herrschaft der Orks ist zerschlagen. Die Herrschaft der Assassinen blüht auf und erstreckt sich bald weit über das ganze Land Myrtana. Die Kultur der Nomaden verschwindet im Sand der Wüste. Diego wird mein Schatzmeister sein. Er wird den Reichtum verwalten, der sich in meinen Schatzkammern anhäufen wird. Lester hat endlich seine lang ersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Angar ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit, in den Ruinen von Varant. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Überlebenden der Orks liefern sich noch lange erbitterte Schlachten mit den Barbaren. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der Weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis er einsieht, dass meine Entscheidung richtig war. Tja, und Laris? Nun, ich bin sicher, er wird immer dort sein, wo es was zu holen gibt. Naja, war das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher, alles wird gut.